Ja, wir sind wieder am Mermerplatz vorne. Warum? Erkläre ich euch jetzt. Heute gibt es so eine Art Protestier. Die protestieren heute, machen die Läden zu. Alle arabischen Läden sollen angeblich zumachen, weil sie gegen I demonstrieren. Und wegen der P-Sache. Und ihr wisst, Free P. Darum geht's ja. Und deswegen bin ich heute wieder hier am Start und schaue mir das mal an. Ich schaue mir an, ob die Läden wirklich zu haben, die arabischen Läden. Das bedeutet, Shawarma-Läden, Telekommunikationsläden, alles so in die Richtung Handy an und Verkauf und ein paar andere Sachen, ja? Also arabische Bazar und ganz andere Läden. Und wir sind jetzt hier, wieder mal. Wir sind jetzt hier wieder mal am Hermannplatz. Ganz kurz, die Linse ist nicht so gut. Wir swappen rüber zur Main-Linse, genau. Da ist das Licht besser, lichtstärkere Linse. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen spazieren und schauen uns das mal wieder an. Was ist denn so der Update am Hermannplatz heute in der Sonnenallee? Die ganze Sonnenallee soll Leute protestieren. Ich weiß nicht, ob es heute oder morgen ist, aber die haben davon geredet gestern. Die haben gestern davon gesprochen, deswegen mache ich das jetzt. So. Sirenen, Krankenwagen wieder, Feuerwehr, Polizei. Schauen wir uns mal an, was an den Ecken so läuft. Mann! Also ich kann mir das nicht vorstellen. Wir quatschen gleich, wenn der Mist vorbei ist. Wir gehen dann nach vorne, direkt bis zur Sonnenallee auf die Straße. Wir sehen auch wieder hier vereinzelte Polizisten stehen rum. An den Ecken auch. Es wird sicherlich auch die Tage nochmal Stress geben. Am Wochenende vor allem. Samstag, Sonntag. Wir sehen hier die ersten zwei Polizisten. Die ersten zwei an der Ecke. Sonnenallee, Ecke, Hermannplatz. So, und wir schauen, ob es protestiert wurde. Wir sehen an den Ecken, sieht es düster aus. Also wie es aussieht, protestieren die wirklich. Müssen wir mal kurz schauen. Außer deutsche Läden, die sind natürlich offen. Aber alle arabischen Läden sollen zu sein heute. Wir haben es 19 Uhr, 19.05 Uhr. Und das sieht wirklich tot aus. Das hier ist auch arabisch, ist zu. Handyladen gehört Arabern, ist auch zu. Wir gehen weiter. Shawarma gegenüber. Shawarma gegenüber. Ein arabisches Restaurant, Shawarma, ist zu. Also die protestieren hart, auf jeden Fall. Hier der Laden gehört auch Araber, ist zu. Arabischer Supermarkt, türkischer Supermarkt. Türken und Araber sympathisieren, solidarisieren sich gegenseitig. Der Laden ist zu. Arabischer, türkischer Supermarkt, zu. Chicken House, Aslain Chicken, ist zu. Also doch, ihr seht es. Der Laden zum Beispiel auch zu. Solidarität zu Paar P. Jungs, jetzt sind wir hier mit den Kollegen aus der Sonnenallee. Jungs, es wird ja protestiert und die ganzen arabischen Läden haben. Die ganzen arabischen Läden haben zugemacht. Außer Risa. Außer Risa. Okay, keine Ahnung warum, aber gut, ist ja ihre Sache. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ey, wisst ihr, wie lange die arabischen Läden zu haben? Ja, ihr habt gerade die Jungs gesehen. Auch hier sind die Läden geschlossen. Wir sehen es hier. Die Läden sind alle zu. Gegenüber auch. Die ganzen Läden sind auch zu. Die ziehen wirklich durch. Die machen alles zu. Und hier an den Seiten auch alles zu. Also die protestieren nur einen ganzen Tag. Barbershops, wie ihr seht, sind geschlossen. Komplett alle arabischen, türkischen Läden. Hier nochmal ganz kurz auf der Seite mal schauen. Die haben gesagt, der RZA ist der einzige Laden, der hier auf hat.
Der hat ja auch sein Recht, jeder macht, was er will. Hier nochmal auch abgeschlossen, Leute trotzdem drin. Jetzt schauen wir mal ganz kurz hier auch zu. Die wird sogar umgebaut an den Ecken. Die Scheinwerfer von gestern sind weg, Polizei auch weg. Keiner mehr da. Schauen wir mal ganz kurz um die Ecke. Gut, RZA ist heute sowas wie McDonald's. So ein arabischer McDonald's. Ich glaube nicht, dass die zumachen. Ist klar. Und ja, RZA ist als einziges gerade offen, was ich sehe. Der Rest ist alles zu. RZA ist offen. Ihr seht das. Polizeistreif an der Ecke. Hin und wieder mal so Polizeistreifen, die hier vorbeifahren, natürlich die Lage checken. Hier nochmal die Kollegin. Da vorne steht noch eine. Alle arabischen Läden sind zu. Alles. Selbst dieser Tipico-Laden dahin ist zu. What's going on? Schauen wir mal. RZA schickert natürlich immer auf. Jetzt plötzlich sieht man nur deutsche Mitbürger hier. Oder Touristen, dazugezogene, was auch immer. Hier auch nochmal RZA. Die Seite hat aber zu. Die Seite hat aber zu. Und da ist auch eine Flagge noch drauf. Ja. Ansonsten gehen wir mal ganz kurz nochmal auf die andere Seite. Ihr seht, es ist alles düster, alles tot, zu, alles komplett verbarrikadiert. Also wir brauchen die Sonderlinie nicht entlang zu laufen, es wird alles zu sein. Hier, Handyshops auch zu. Windig, sehr windig. Barbershops auch zu. Das sind arabische Barbershops, die machen manchmal bis 0 Uhr. Ja, die machen eigentlich nie zu. Aber hier ist alles zu, Freunde. Ich wiederhole mich. Alles zu ist hier. Alles. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Straßenseite. Aber vorne ist auch nichts mehr. Ist auch alles zu. Also, they don't play around, weißt du? Die spielen nicht. Die machen das wirklich ernst. Die meinen das ernst, Freunde. Ist natürlich jedem selbst überlassen, was man macht. Kebab, Gemüsekebab ist offen. Ist ein türkischer Laden, glaube ich. Türkisch oder kurdischer Laden, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, Internetkiosk ist auch offen. Also vereinzelt sind Läden auf jeden Fall offen. Der Rest ist tot. Schaut euch mal bitte an, wie die Sonnenallee aussieht. So sieht die Sonnenallee eigentlich um 3 Uhr morgens aus. Oder an einem Sonntag. Aber nicht in der Woche. Vor allem nicht am Freitag. Am Freitag sieht die Sonnenallee nie. Nie sah die Sonnenallee am Freitag so aus. Noch nie. Ich kann mich nicht erinnern. Auch aus. Apotheke hier auch. Einfach ausgegangen. Gut, die machen ja auch schon 18 Uhr Schluss. Der afrikanische Laden hat offen. Hier Kaffee, orientalisch, arabisch, ist zu. Ja, Bruder, ich bin gerade unterwegs. Heute war doch hier, was geht ab, Bruder? Alles gut? Ja, alles gut. Heute war doch protestieren, die haben alle zugemacht. Weißt du, was ich meine? Und die haben wirklich durchgezogen. Alles ist super. Ja. Ja. Blockieren alles, was sich irgendwie verwendet. Ja, nochmal. Versammlung lösen sie sofort auf, auch kleine. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ja, krass. Alles klar, Mann. Ich war schon hier, die vor 2 Tagen war krank. Ich habe alles gesehen. Mach's gut, ciao, ciao. Ein Bio-Deutscher vor dem Spätkauf. Plötzlich sieht man mehr Deutsche hier. Auf jeden Fall ist lustig. Hier, Barbershop. Ja, ist eigentlich zu. Was haben wir noch? Ja, also ich habe die Sonnenallee so noch nicht gesehen vorher. An einem Freitag vor allem.
die haben ihre Solidarität ausgesprochen und haben somit alles zugemacht. Polizei in der Ecke. Da auch, in die Richtung, alles zu. Außer deutsche Läden oder vietnamesische Läden, die haben auch, die haben auf. Guck mal hier, dieser arabische Laden, auch zu. Alle arabischen Läden, außer RZA. Außer RZA hat offen, Freunde. Läuft, Bruder. RZA ist heute McDonald's, Bruder. McDonald's, arabische McDonald's, deswegen. Die können nicht einfach so zumachen. Arabe? Bitte? Arabe? Bitte? Hast du Arabe? Nein. Türkisch? Nein. Mensch. Mach's gut, Bruder. Ich mag so Fragen nicht. Wenn mich jemand fragt, bist du Türke, bist du Arabe? Das heißt, aus den Araber, nicht Arabe. Oh Mann. Ja, Menschen sind wir. Scheißegal, woher wir kommen. Das ist das Wichtigste. Shisha-Laden zu, Alter. Solche Läden haben eigentlich nie zu. Die haben immer auf, Alter. Bis 5 Uhr morgens. So gesehen. Die haben immer auf. Arabische Konditorei. Zu. Zu, alles zu. Es scheint so, als würde der Peter wieder seinen Bezirk übernommen haben. Aber das ist nur für heute so. Ihr wisst, ich mache ab und zu auch mal Scherze. Das alles ist nicht ernst gemeint. Hier, zu. Alles zu. Arabische Spätkäufe. Alles zu. Handyshops. Alles. Alles. An jeder Ecke. Alles. Wirklich alles. Die ganze Sonderlei entlang. Wie gesagt, ich habe jetzt gezählt, an einer Hand abzählen können, wie viele Läden wir auf waren. 5, 6 Läden waren jetzt auf. Und das sind über 500, 600 Läden hier, allein auf der Sonderlee. Mehr. Die Sonderlee ist sehr, sehr lang. Das sind schon einige Läden hier. Die Polizei auch auf der anderen Seite. Wir sind ja vorhin davon da gekommen. Vielleicht können wir die mal fragen, ob die das einfach so dürfen. Aber ich glaube schon, oder? Hat man denn nicht noch so ein Gesetz, dass man auflassen muss? Weiß ich gar nicht mehr. Hier auf jeden Fall nochmal die Polizei mit am Start. Zarten Duster hier heute. Nochmal hier Polizei. Alle Läden. Jetzt vorne sehen wir gerade Bäckereien und so. Lottoläden, die haben offen. Aber die gehören keinen Arabern wahrscheinlich. Auch zu. Der Laden hier. Gemüse, Döner, Kebab sind wahrscheinlich Türken oder Kurden. Ist eigentlich egal wer, ich glaube einige entscheiden sich bewusst dafür. Egal ob arabische Läden oder nicht. Auch der RZA, der arabische Laden hatte, war auch offen. Die ganzen Läden sind dicht. Fast alle. Lotto Toto ist ein deutscher Laden. Da arbeiten Deutsche. Der ist offen. Aber sonst drumherum, Alter. Ja, also. Hochzeit oder Stress, was auch immer das sein sollte. Die Leute haben keine Geduld mehr. Ach, Hochzeit. Hochzeit in Zeiten von Krise und Krieg. Geiler Scheiß. Ey, wer hat, der hat, Alter. Wow. Bei diesem Regen, Alter, die müssen sich was trauen. Die trauen sich was. Heftig. Berlin, Neukölln, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Ich finde das immer geil, dann wie die Almans dann immer gucken. So, wieder am Hermannplatz. Ab und zu mal eine Story, ist nicht verkehrt. Für euch eine gute Nachtgeschichte aus Berlin, Köln, warum nicht?
Darum geht's ja. Eine kleine gute Nachtgeschichte aus Neukölln für euch. Puh. Das ist ein sehr kontroverser Ort, aber ein sehr geiler, pulsierender. Ich würde behaupten, der beste Ort in Berlin. Immer noch. Die haben das tatsächlich durchgezogen. Die haben alle Läden zugemacht. Das ist schon krass. Gucken wir uns mal ganz kurz die andere Seite an. Vor Ort, auf der anderen Seite. Er sieht auch einiges dicht aus. Da sieht so aus, dass hier einiges auch zu ist. Da Drinks and More ist offen. Aber sonst drumherum ist jetzt hier auch alles zu. Die Sonnenallee ist dicht. Komplett Game Over. Ich wollte da noch mal kurz gucken. Why not? Dadurch ist auch weniger, sind weniger Fußgänger unterwegs. Aber Verkehr ist eigentlich reichlich da. Freitagabend. Berlin-Sonnenallee. Hermannplatz meine ich. Der Typ mit der Shorts, geiler Typ. Hier noch ein paar Ecken, die offen sind. Das sind aber türkische Läden. Und eine kleine Pizza-Ecke. Da hinten auch nochmal. Ja, die Sonnenallee ist dicht. Auf der Seite ist ein bisschen mehr Leben. Ja, ich kann mich halt nur wiederholen. Die haben durchgezogen. Das war's. Ich beende jetzt auch schon an der Ecke hier mein Video. Wir gehen jetzt Richtung Edeka kurz noch was zu trinken kaufen für heute Abend. Und dann hat sich das erledigt hier heute. Hier noch ein paar Sufis. Und dann war's das. So, das war's dann auch schon mit dem weiteren Video. Mit einem weiteren Video. Ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Das ist das erste Video für heute Abend. Und ich halte euch immer auf den Laufenden, was so in Berlin abgeht bezüglich der Lage. Und Updates aus Berlin. So läuft das. Vor allem in Berlin, Neukölln. Six all in the mix. Danke fürs Zugucken. Haut rein. Ich gehe mal ein bisschen was zu trinken kaufen. Peace.